Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Jörg und im heutigen Video schauen wir uns mal den OBD2-Stecker von Kali an. Mit dem Kali-Stecker könnt ihr Funktionen im Auto kodieren, wie zum Beispiel beim VCDS von VW. Also ihr könnt zum Beispiel verschiedene Features freischalten und wir können aber auch gleichzeitig schauen, ob wir hier zum Beispiel eine Tachomanipulation haben. Also wenn ihr einen Gebrauchtwagen kauft, dann könnt ihr den Stecker einfach einstecken, dann scannt das Gerät das Auto und dann seht ihr quasi, ob am Tacho manipuliert wurde. Wie der Stecker sich dann wirklich macht und ob es sich lohnt, den zu kaufen, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also viel Spaß! Der Stecker wurde mir freundlicherweise von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Und deshalb muss ich das jetzt hier auch als gesponsertes Video markieren. Insofern nicht wundern bitte. Aber wir schauen uns jetzt trotzdem an, was der Stecker wirklich kann und ob es sich lohnt für euch zu kaufen. Das Setup von dem Stecker ist ziemlich einfach. Ihr müsst es einfach in euer OBD2-Interface stecken. Das ist bei mir im Fußraum auf der Fahrerseite. Danach müssen wir uns mit dem WLAN von dem Stecker verbinden. Der stellt halt ein WLAN-Netz, damit könnt ihr euch einfach verbinden. Und dann müsst ihr in der App noch kurz eingeben, welches Fahrzeug ihr habt und dann auf Verbinden drücken. Ob der Stecker richtig verbunden ist, das seht ihr dann auch an diesen LED-Lichtern, die man hier oben so hat. Man hat erstmal einen roten Punkt, wenn man es eingesteckt hat. Und wenn man dann eine WLAN-Verbindung hat und kodiert, dann blinken diese anderen Lichter hier gelb, sodass wir immer wissen, ah, okay, da passiert jetzt auch was und es ist noch quasi gerade am Arbeiten und wir das nicht irgendwie vorzeitig beenden. Das Ganze könnt ihr wirklich in ein, zwei Minuten machen, wenn ihr das erste Mal macht. Das geht so super schnell. Und danach schalten wir quasi auch schon die verschiedenen Features frei und können in unser Fahrzeug mal so ein bisschen tiefer abtauchen und auch quasi schauen, was denn alles so für Fehler kurz ausgespuckt werden, was mit dem Servicestand ist, was wir kodieren können und ob der Tacho auch manipuliert ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Okay, wenn wir in der App sind, dann müssen wir uns als erstes mit dem Auto verbinden. Dazu drücken wir hier unten einmal verbinden. Jetzt dauert es eine Weile, bis sich das Handy mit dem OBD-Stecker verbunden hat. Jetzt ist es verbunden, erfolgreich hergestellt und dann gehen wir los zu den Features. So, wir haben auch den Gebrauchtwagen-Check und das war für mich sehr interessant, einfach mal zu wissen, ob mein Gebrauchtwagen hier auch wirklich die Kilometer hat, die mir versprochen wurden. Also ich hatte den mit 15.000 Kilometern gekauft und wir gucken einfach mal, ob da irgendwas manipuliert war oder nicht. Dazu scannen wir dann auch wieder das Auto, das dauert ein bisschen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie das Ganze funktioniert, dass man hiermit auslesen kann, ob der Tacho manipuliert wurde. Das Ganze funktioniert so, im Auto sind verschiedene Steuergeräte verbaut und die haben alle einen Kilometerstand, der gespeichert wird ab und zu, sodass es verschiedene Datenpunkte gibt, wo man quasi den Tachostand überprüfen kann. Hier gibt es zwar immer leichte Schwankungen, aber die Schwankungen sind meistens in einem bestimmten Bereich, sodass man halt überprüfen kann und die App auch für euch überprüft, ob hier eine Manipulation stattgefunden hat oder nicht. Kali hat keine Manipulation entdeckt, bitte Details checken. Also keine Manipulation finde ich auch erstmal ganz gut. Und jetzt gehen wir mal zu den Reports. Genau, und hier sehen wir auch im Report dann zum Beispiel, also hier ist eine Spanne zu den verschiedenen Kilometerständen. Also wir haben hier anscheinend in einem Steuergerät weniger Kilometer hinterlegt als im Tacho, was aber nicht schlimm ist, weil es würde ja keiner den Tacho vorstellen. Das heißt, entweder das Steuergerät wurde mal getauscht oder da wurde irgendwas resettet oder so, oder das hat einfach nur falsch gezählt. Genau, und hier steht halt, dass es gibt keinen Kilometerstand, der höher ist als der Tacho, insofern sind keine Manipulationen vorhanden. So, wir können aber auch noch kodieren. Kodieren ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn ihr zum Beispiel einen Wagen habt, der anklappende Seitenspiegel hat, dann könnt ihr, aber die halt vielleicht beim Verschließen nicht anklappen, dann könnt ihr hiermit zum Beispiel kodieren, dass sie automatisch anklappen, wenn ihr dann den Wagen verschließt. Also ihr könnt quasi Features nachrüsten, die der Wagen vielleicht hat oder eine höhere Ausstattung hat, aber die nicht freigeschaltet sind. Neben dem anklappenden Seitenspiegel können wir zum Beispiel auch den Gurtwarner ausstellen, also wenn ihr da jetzt keinen Bock drauf habt. Wir können verschiedene Lichtoptionen bei den Scheinwerfern kodieren, also wenn ihr zum Beispiel eher Lust habt, dass das Auto Tagfahrlicht wie in den USA hat oder so ähnlich, dann kann man das auch kodieren mit den Nebellichtern. Ich weiß nicht so ganz, ob das alles ganz legal ist im Straßenverkehr, aber das könnt ihr theoretisch machen. Ihr könnt natürlich die Einheiten umstellen, aber ihr könnt auch Sachen einschalten, wie zum Beispiel, dass der Tacho ausschlägt. Das ist bei den sportlichen Modellen meistens, wenn man die anschaltet, dann schlagen die Tachonadeln einmal bis zum Anschlag und gehen wieder zurück. Das kann man aus- und einschalten. Also da kann man sich schon so ein bisschen seinen Wagen customizen und kann halt auch so ein bisschen mehr rausholen und ein bisschen rumspielen einfach und gucken, was es sonst noch einfach so gibt, was der Hersteller zwar eingebaut hat, aber nicht freigeschaltet hat. So, jetzt haben wir hier im Kombi-Instrument, da können wir den Gurtwarner an- und ausmachen. Das kodieren wir jetzt einfach mal aus Spaß, das können wir dann nachher wieder zurück kodieren. Jetzt muss ich hier noch die Sicherheitswarnung quasi akzeptieren und jetzt wird kodiert. Wir haben jetzt schon den Gurtwarner rauskodiert und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir sind hier auf meinem Lieblingsparkplatz und ich fahre jetzt einfach mal nicht angeschnallt, also wirklich nur als Test, nicht angeschnallt, nicht im öffentlichen Straßenverkehr, um euch einfach nur zu zeigen, dass der Gurtwarner jetzt auch nicht piepst. Ich nehme am besten mal hier so eine kleine Action-Cam, damit ich euch das auch zeigen kann.
dass hier auch im Dashboard dann nichts angezeigt wird. Normalerweise wird einem das hier angezeigt mit so einem roten durchgestrichenen Gurt. Wir fahren jetzt hier erstmal. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Also es ist halt wirklich rauskodiert. Ich kodiere es mir tatsächlich gleich auch wieder rein, weil ich bin halt ein Fan davon. Dann weiß ich auch, ob der Beifahrer sich angeschnallt hat. Aber ich habe es jetzt hier rauskodiert bekommen. Und wie wir sehen, also wenn ihr das jetzt seht, ist vielleicht ein bisschen wackelig. Aber es funktioniert halt wirklich gut. Das konnte man easy rauskodieren. Ihr könntet euch theoretisch auch die Start-Stop-Automatik rauskodieren, wenn ihr da Lust drauf habt. Das ist zum Beispiel auch möglich. So, wie wir gerade gesehen haben, haben wir jetzt ja auch schon ein paar Features kodiert und auch geguckt, ob unser Tacho manipuliert war. Zum Glück war es nicht der Fall und die Features funktionieren auch. Also es ist eigentlich relativ einfach zu benutzen. Ihr habt eine App, damit könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr so wollt und geht super leicht von Hand. Aber kann ich den Stecker jetzt empfehlen eigentlich? Ich würde sagen, ja. Also wenn ihr ein Auto habt, was vielleicht nicht komplett Vollausstattung hatte, aber die verschiedenen Funktionen schon hat, bloß halt nicht freigeschaltet, dann könnt ihr damit noch mal einiges aus eurem Auto rausholen. Und gerade auch, wenn ihr auf dem Markt seid und einen Gebrauchten kaufen wollt, dann könnt ihr doch so sicherstellen, dass ihr nicht verarscht werdet. Und ich finde, das ist halt wirklich ein gutes Investment dann, weil man halt wirklich sicher sein kann, dass am Tachostand nichts manipuliert wurde und ihr halt nicht am Ende dann irgendwie auf einem großen Schaden sitzen bleibt. Den Stecker gibt es eigentlich für alle Marken, die ihr euch vorstellen könnt. Insofern könnt ihr eigentlich bei jedem Auto etwas machen. Ich habe jetzt hier die VW-Version, die kostet 62 Euro plus 5 Euro Versandkosten und ihr braucht gleichzeitig noch die App. Also es gibt eine Lite-Version, sodass man sich das alles erstmal anschauen kann. Aber wenn man wirklich kodieren will und auch die verschiedenen Features nutzen möchte, dann muss man auch noch eine App kaufen, beziehungsweise einen In-App-Purchase machen bei iOS, der kostet auch nochmal 55 Euro. Insgesamt also nicht so ganz günstig, aber gerade wenn ihr jetzt keine Werkstatt habt oder halt niemanden in der Umgebung habt, der das für euch machen kann, dann ist es eigentlich eine ganz gute Alternative. Und auch gerade wenn ihr mal einen Gebrauchten kaufen wollt oder euch echt nicht sicher seid, ob da was vielleicht am Tacho gemacht wurde, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Diesel mit 100.000 Kilometern kauft oder so, ich glaube, dann lohnt sich das schon. Weil wenn da mal irgendwie 180.000 eigentlich drauf sind auf dem Tacho statt 100.000, dann habt ihr mit den 100 Euro richtig gut Geld gespart, weil ihr nicht verarscht wurdet und das euch echt sonst teuer zu Schaden kommen hätte können. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch und hat euch so einen Einblick gegeben, was der OBD2-Stecker von Carly kann. Ich habe euch das Ganze natürlich auch nochmal verlinkt, falls ihr da Interesse dran habt. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und vielleicht auch noch ein weiteres Video, was ich euch hier irgendwo verlinke, anschaut. Ja, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.